Heftig. Pass auf, jetzt bei mir Kabang. Ja, toll. Ich fahre natürlich gegen die Schranke, weißt du? Die ist genau zugegangen, als ich gerade da war. Da warst du zu langsam. Nee, ich konnte ja nicht. Jetzt wäre ich ja einem hinten drauf gefahren. Jetzt muss er warten. Jetzt bleibt er stehen! Eins. Hallo, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Falcone, und heute mal auf einem fremden Kanal unterwegs. Julia war so nett gewesen und hat gesagt, ich soll mal die ganze Pose hier übernehmen. So, als Begrüßung, unser Sponsor, Julia, hallo. Hi. Und dann fährt hier noch mit der Preuße, Hallöchen. Hallöchen. Und ich meiner Wenigkeit, der Falcone. Hallo. So, Auftrag habe ich mir schon rausgesucht. Auftrag geht von hier. Und wir fahren heute nach Colorado. Und dann fahre ich gleich mal los. Mal den Auftrag vorne am Terminal annehmen. Den gibt es hier abzuholen. Der muss hier irgendwo rumstehen. Offen. Ah, ich sehe ihn schon. Der steht hier irgendwo auf dem Parkplatz rum. So. Feststellbremse lösen. Jetzt muss ich den Auftrag annehmen, ne? Wie war denn das noch? Moment. Ach, hast du noch nicht angenommen? Moment. Ich muss den erstmal annehmen hier, vorne am Auftragsterminal. Ah ja. Wie gesagt, rausgesucht habe ich ihn schon. Ich muss mir halt nur noch die Papiere abholen. So, da unten ist er. Und jetzt dürftet ihr den auch sehen. Wo guckt man den nochmal? Ich muss das jedes Mal gucken. Da. Ansehen und den gleichen Job annehmen. Ja, natürlich. Ne? Ja, ich hab's gefunden. Ich muss jedes Mal überlegen, wie das geht. Das ist ein ganzes Stück. Oh. Ja. Wie ein ganzes Stück? Zu fahren. Was? Nee, ist doch von hier aus. Ja, natürlich, aber die Tour ist lang. Ach so, die Tour, ja. Ey. So. Na denn. So, muss ich jetzt nochmal annehmen, oder? Heute. Wir haben jetzt keine externen Aufnehmen. Muss ich den nochmal annehmen hier an der Annahme, oder? Oder habe ich das schon? Nee, nein, brauchst du nicht. Hast du ja schon. Das, ich sehe aber noch keinen, wo ich denn hin muss. Ja, ich sehe schon meinen. Doch, den müsstest du. Dann hast vielleicht du soll ich mal die Map ein bisschen kleiner machen. Ja. Also auf deiner Minimap müsstest du das Gelände hier sehen und dann müsstest du sehen, wo der steht. Nö. Ich guck nochmal nach hier. Dann hast du nicht richtig angenommen, oder? Ich hab keinen. Nochmal, zack, ansehen und gleichen Job annehmen. Richtig. Ach, und dann das muss ich nochmal Auftrag annehmen klicken. Ah, ich muss ich zweimal. Ja, jetzt erinnere besteht ich mich. Hier. Ja. Genau. So. Jetzt. Ah, jetzt sehe ich auch was. Haben wir den alle an der gleichen Stelle stehen, ne? Sah so aus. Ja. Es kommt da noch der Kran angefahren. Gut, dass wir jetzt hier keinen hüpfenden Luchsen haben, der hier irgendwie mit dem Auto rumspringt. Wie so ein Flummi. Ja, ja. Oje. Na, ich glaube, der hätte sich erstmal hier so eine Medikare genommen und wäre erstmal überall rumgefahren, bis der Akku alle wäre. Ja, kann man an der Stelle auch sagen, Siggi und Luxen sind heute nicht dabei. Die haben abgesagt, Siggi vorige Tage, Luxen erst heute. Ist was dazwischen gekommen, deswegen sind wir heute nur zu dritt unterwegs. So, können wir los. So, ich lege die Tour halt noch mal ein bisschen um, weil ich den Leuten noch was zeigen wollte. Oh, eine geführte Tour. Fahren wir runter Richtung McAllen. Ich fahre vor, der Rest fährt hinterher. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen ja gegen das Navi fahren. Und dann fahren wir schön in den Abend hinein. Ja, 18.41 Uhr ist es. Let's drive into the sunrise. Warte mal, ist das Sunrise?
Sunset, ja, Sunrise. Ich hau das gerne durcheinander. Aber ist ja nicht schlimm, ist nicht das Einzige, was ich durcheinander hau. Heißt das nicht Sundown? Sunrise und Sunset gibt's doch, oder? Oder ist das das Gleiche? Keine Ahnung. Ja, ich bin da auch nicht so sicher. Die richtigen Englischsprache schmunzeln jetzt. Ja. Ja. Weil hier ist Doppelschranke. Ach, das geht schon. Wenn einer hängen bleibt, dann hat er einen rosa Truck. Sagt sie und dann bleibt sie selber hängen. Ja, das ist so. Das mache ich gerne. Puh, ich habe heute noch eine Eurotruck-Folge aufgezeichnet. Heute Morgen, heute Mittag. Ja, die Kanalmitglieder können die ja sofort schon sehen, wenn die fertig hochgeladen ist. Und du willst es nicht glauben, danach habe ich sogar noch eine 7-Days-Folge auch gemacht. So, jetzt geh auf, du Schranke, du. Hab da gesehen, ja. Die 1.51 ist in Vorbereitung. Irgendwas also, habe ich gerade gesehen. Also die Open Beta ist schon raus. Habe ich eigentlich Licht an? Ich kann das wieder nirgendwo sehen. Wo ist denn diese blöde Kontrolllampe hier in meinem ollen Truck? Ihr dürft mir jetzt nicht wegfahren, ich kenne doch den Weg nicht. Bis jetzt sind wir aber noch genau nach... Ja. Guck einfach aus dem Fenster, dann wirst du sehen, ob du Licht an hast. Nee, da muss ich von außen gucken. Warte mal, ich guck mal eben. Ja, alles klar. Alles klärchen. Lass doch den Zug da warten. Solange wie ich hier stehe. Wartet der? Ja, der wartet denn. Ach, normalerweise scheppert's. Kann man ja oft sehen, auf YouTube gibt's ja manchmal diese, diese Videos, wo sie dann solche Fails zeigen, ne? Alter, ey, was die da schon für LKWs von den Schienen geboxt haben. Heftig. Pass auf, jetzt bei mir, Kabang. Ja, toll. Ich fahre natürlich gegen die Schranke, weißt du? Die ist genau zugegangen, als ich gerade da war. Da warst du zu langsam. Nee, ich konnte ja nicht. Jetzt wäre ich ja einem hinten drauf gefahren. Jetzt muss er warten. Jetzt bleibt er stehen. So, jetzt stehe ich vor der Schranke und der Zug steht auch. Ich fahre mal noch ein Stück zurück, vielleicht hilft ihm das. Dann stehst du zu nah an der Schranke. Ja, ich stehe da schon 10 Meter weg, 5 Meter. Fahre ich mal noch mehr zurück. Mit den Beach Buggies oder was sind das? So, weiter zurück, aber ja, doch so tatsächlich, jetzt fährt er. Jetzt fährt er. So Golfkart. Golfkart, ja. Aber die fahren da in Amerika auch wirklich Fred Hasen. Ja, ich möchte jetzt so ein Auto haben. Ich will da mit rumcrashen nachher, ne? Hier so ein bisschen durch die Gegend fahren. Ding, ding, so, ding, 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 ding. Hier unten ding. An der Kreuzung. Ich warte erstmal, bis die Container vorbei sind. Überall Walbert. Weiß ja kein, dass der Walmart gemeint ist. Ja. So. Ein großes Lager zu haben. Ja. Bist du drüben? Ich bin jetzt über die Schienen weg. Okay, dann geht's unten an der Kreuzung dann links rum. Wird nur noch nach Fahrplan. Und wir machen einen sogenannten U-Turn. Also das heißt hier links und an der nächsten Kreuzung wieder links. Ja, U-Turn und Me-Turn. Ja. Und Tina Turn. Na. Eigentlich müssten wir ja hinten rechts fahren, laut Navi, aber du willst ja noch irgendwas Spezielles fahren. Gucken wir uns dann an, schön in der Nacht im Dustern, wo wir dann nichts sehen, ne? Ja, leider. Aber da müssen wir halt ein bisschen Licht anmachen. Ja, wenn wir Licht anmachen, dann geht uns die Zeit verloren, oder? Ach, jetzt bleibt die KI vor mir stehen, lässt die anderen durch. Oh, es läuft wieder nicht rund hier heute. Du bleibst jetzt da stehen mit deinem mickrigen Mercedes. Sonst werde ich dich mal schön in den Asphalt einarbeiten. So.
ist da. Ja. Julia kommt da hinten gerade rumgefahren. Nee, die steht noch. Ah, ich bin auch rum. Jetzt kommt sie rum. Ja, und wir fahren auf den Highway. Jo. Wenn der mal vor mir fahren würde. Ja, das Problem habe ich auch. Die KI, die schläft. Ach, oder ein Bulle. Ach du Scheiße. Ja, da würde ich ganz vorsichtig sein mit dem Anschieben. Die könnten eventuell etwas ungehalten reagieren. Ja, der ja. Sheriff Before Justice. So, jetzt spinnt natürlich das Navi. Ich muss anders fahren. Ups. Wollen wir den nicht wegdrängeln? So. Wie schnell darf ich hier? 65. Oh, ein bisschen Gas geben. Die anderen mal einholen hier. Ja, ich fahre hier 50 vorne. Ich glaube, ich habe so ein gelbes Schild hinten drauf. Da steht drauf NL. Nicht Niederlande. Nur links. Links. Noch länger. Nur Limonade. Alles andere haben wir im Wohnwagen dabei. Ja. Woran erkennt man, dass jemand 20 Mal durch die Führerscheinprüfung gefallen ist? Na? Am gelben Nummernschild. Aha. Jetzt alle niederländischen Zuschauer dislike, dislike, dislike. Ist doch nur Spaß. Hat doch nichts mit Wirklichkeit zu tun. Ist das Rassismus? Ja. So, und dann gucken wir uns noch ein bisschen Laredo an. Dann machen wir jetzt noch eine kleine City-Tour. Yay. Dann kann man... Mein Navi sagt da vorne U-Turn. Rot. Ach, jetzt habe ich so eine langsame Ömmelkarre hier wieder vor mir. Grün. Und immer noch rot. Jetzt stehe ich mitten auf der Kreuzung. Das ist ja eine Ampelschaltung hier. Da vorne die Ampel war grün, jetzt wird sie rot und die hier wird wahrscheinlich grün. Genau. Ja, ja, toll. Also wenn sie rot ist, kann sie eigentlich nur grün werden. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Ampel noch roter wurde. Aber hier dürfen wir abbiegen bei rot. Ach, links, ja. Dafür ist aber die nächste Ampel wieder rot. Woher weißt du, dass wir hier abbiegen dürfen bei Rot? Weil die KI das auch gemacht hat. Ah, das ist natürlich... Wieso sind sie denn über Rot gefahren? Dürfen sie gar nicht. Ja, natürlich darf ich das. Der vor mir ist auch über Rot gefahren. Dann darf ich das. Ach so, ja, dann Entschuldigung. Ja. Wolltest du dir noch die Kamera mitnehmen oder hast du die? Nee, oder ist es zu dunkel? Ja, das ist ja stockfinster. Okay. Irgendwann kommen wir hier nochmal vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Ich glaube schon, aber ich kann das nicht sehen. Ich stehe mit meinem fetten Pfeil genau da drauf. Ach so. Na, wenn sie rosa ist, dann hast du ja, schon mal... Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe nur blauen Pfeil. Wenn ich ein Stück weiter bin, dann kann ich sehen, dass ich da vielleicht hätte anhalten können. Ich soll schon wieder einen U-Turn machen, sagt das Navi. Ja, kann ganz schön penetrant sein. Ja, die ist rosa. Die Kamera, da war ich schon. Wie das Navi erzählt dir, bitte wenden, ja? Oder ja, sagte. Nee, ja. Ich habe ja die, also die Sammelmaschine, habe ich aus. Ich lasse mir nicht dauernd von meinem eigenen Navi ins Wort fallen. Aber die Striche sagen: Umdrehen! Ach, wir kommen ja echt im Dunkeln an, ey. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ja. Naja. So, ich habe zwar 50 jetzt so drinne hier. Ach, 45 ist nur erlaubt. Jetzt dürfen wir so ja 55. Nee, 45 habe ich hier stehen. Ich darf nur 45. Wieso darfst du mehr? Jetzt 55. Und jetzt so ja 65. Genau.
Genau, ich auch. Yep, mehr geht auch nicht, wenn man externe Aufträge fährt. Das ist manchmal ein bisschen komisch. 75. Die könnte man ja sogar fahren. Ne? 75! Ja. Boah, überleg mal, mit so einem Truck 75, wie schnell ist das? Boah, 100. So, hier vorne ist ein Parkplatz. Aha. Und da müssen wir raus? Und da fahren wir jetzt rein. Wir fahren in den Parkplatz rein. Linke Seite, ne? Links, ja. Oh, alles gut ausgeschildert hier. Texanische Nächte sind ja durchaus kühl. Ich mach mal das Fenster ein bisschen auf und da kommt eine kühle Luft rein. Schön wär's. Wir haben ordentlich warm hier. So, das wäre genau das Richtige für Lux hier. Da kann er sich ein bisschen austoben. Wer interessiert ist, der kann ja, wie Julia schon öfters in ihren Videos gesagt hat, mal auf Google Maps gucken. Aha. Seid ihr alle da? Ja. Ja. Gut. Also normalerweise würdest du jetzt mit einem Auto links rüberfahren. Moment auf mal. Auf die andere Strecke. Ich will mal eben auf die Map gucken hier. Laredo, ein bisschen südlich. Okay. Wenn einer Google Maps gucken will, dann muss er auch wissen, wo wir sind. Deswegen mache ich mal eben die Map auf. So. Laredo, Texas. Ja. So, und jetzt sind wir auf jeden Fall so eine gepunktete Strecke wieder. Hast du wieder eine ausgekundschaftet? Oder wo holst du dir die Infos dafür her? Schon lange. Schon lange. Ich bin einfach gefahren und habe mir gesagt, ach, guck mal, hier ist eine Einfahrt. Da fährst du einfach mal rein. Und siehe da. Das mache ich auch. Und dann stehe ich immer irgendwo auf dem Hinterhof und komme kaum raus. So geht mir das. Andere finden versteckte Touren. Ja, ich gucke auch. Ich stehe dann zwischen irgendwelchen Mülltonnen oder so. Ja, und jetzt? Jetzt, ja. Jetzt fahren wir geradeaus weiter. Ja, dann los. Ich stehe schon eine Stunde. Ich habe schon die Reifen ins Blech gestanden hier. Wie gesagt, wir fahren jetzt die Strecke aber falsch rum. Ne? Falsch rum? Ja, weil auf der linken Seite ist eigentlich die Rennstrecke. Okay. Rennstrecke? Aber ein Rennen fahren wir nicht. Nee. Das ist hier Viertelmeile Strecke. Okay. Oder halbe Meile. Kannst du hier, glaube ich, nur fahren. Langsam. Regen ist zu Ende. Null Meilen noch bis zum Ziel steht hier auf meinem Navi. Und jetzt auch hoffen, dass hier nicht ein Rennauto entgegenkommt. Was? Ich würde niemals schnell fahren mit dem LKW. Ja, bis 60. Jetzt fängt das an zu plästern. Achso, und hier vorne stehen sie und warten. Wo bleiben sie denn? Das hat hier so eine Stockcar-Rennstrecke, oder? Na, Viertelmeilerrennen kannst du hier fahren. Oder halbe Meile. Stockcar wäre wieder im Kreis und auf dem Acker. So, ist das, wie heißt das? Wo die, ich hab was angetischt. Wo die halt diese, Highspeed-Sachen machen. Genau. Geschwindigkeitsrennen. Ah, okay. Mhm.
Gibt's ja auch in der Wüste, da fahren sie da mit diesen Raketenantrieben, ne? Diese Geschwindigkeitsrekorde, ist auch wieder was anders, ne? Ich glaube, das ist in Arizona, ne? Ja, muss schon sein in der Wüste, sonst, die brauchen ja ein bisschen Platz dafür. So, damit Julias Navi endlich Ruhe gibt, sind wir wieder auf der richtigen Strecke. Juhu! Das war also ein Abstecher, um uns dann anzugucken. Das wäre natürlich im Hellen ein bisschen besser gewesen, aber können ja die Zuschauer selbst mal hinfahren und gucken. Im Hellen. Ich habe da leider nicht auf die Uhrzeit geguckt. Ja. Ja, ist jetzt 23 Uhr. Zu warten, bis hell wird, dauert. Umso länger, wenn man steht. Oh ja. Ja, aber wenn wir ordentlich Gas geben, geht die Zeit auch schneller rum. Ja, dann mal hier vorne wieder 65 eingegeben. Oh, sind nur noch 55. Ja, manchmal lohnt sich das gar nicht. Ja. So, sind doch nur 1000 Meilen. Ja. Könnt ihr ruhig 5 Meilen mehr fahren. Na, hier auf der linken Seite, da waren ein paar Bojen. Auf der rechten Seite, da waren ein paar Bojen zu sehen. Bojen? Ach so, ja, okay. Hm. Habe ich so gerade noch aufgefangen. Ich glaube, ich muss mal hier mein Interieur ein bisschen ändern. Ich kriege jedes Mal lange Zähne, wenn ich die Schale mit den Chips auf der Ablage sehe. Dann denke ich auch, ja, Chips, scheiße, hab keine. Ja, es ist apropos lange Zähne. Ich habe mir hier vorne von dem Halloween habe ich mir hier den abgebrochenen Ast mit der Fledermaus reingestellt. Okay. Aber Halloween ist ja noch ein bisschen hin. Ja, ja. Ja, das ist so ein Baumstumpf, der mit einem leuchtenden Gesicht drinne. Mhm. Und da dran hängt eine Fledermaus. Mhm. Cool aus. Ja. Halloween-Events fand ich unheimlich gut gemacht in Scum. Da habe ich schon so manchen Schock des Lebens erlebt. Bist du, weißt du, nachts läufst du draußen rum, lootest irgendwo so eine Tankstelle. Du musst sowieso aufpassen, könnte jederzeit irgendwo so ein Zombie auftauchen. Und die sind dann, wenn du nur so ein Prügel in der Hand hast, schon ja, beängstigend gefährlich. Da bist du also sowieso schon so ein bisschen angespannt. Und auf einmal kommt dann. Oh, jetzt, ich konnte nicht mehr bremsen. Das ist scharf gebremst, hast du. Mal mehr Abstand halten. Bin dir aufgeditscht. Nicht hab dolle? Nicht, den Schaden habe ich auch genommen. Ne? Ich hab nichts. Ich mach heute den Luchsen. Gehört. Ich mach heute den Luchsen. Ja, und auf einmal kommt da so ein mit lautem Knall und großem Schrei so ein leuchtender Zombie-Geist aus der Mülltonne, wenn du die aufmachst, ne? Wow! Ey, ich kann dir sagen, ich habe auf dem Arsch gesessen hier, denk, boah, Puls 290. Ja. Oder was sie auch hatten, du bist so im Dunkeln irgendwo, so ein Waldweg gehst du lang und auf einmal so, uiuiuiuiuiui, kommt so ein leuchtender Kürbiskopf wie so eine Drohne angeflogen und fliegt um dich rum und beleuchtet dich. Machst so ein paar schaurige Geräusche und haut wieder ab. Da erschreckst du dich nicht so, weil das nicht so plötzlich kommt, aber das sieht so richtig toll aus. Das haben die ganz klasse gemacht, also. Ja. Aber ist schon länger her. So, Scum ist. Ja. 65 drin. Ja. Ich jetzt auch. Ja, und Scum ist halt auch so ein Zombie-Survival-Game, was sehr umfangreich ist. Die Map ist sehr groß. Ich finde es ein bisschen schwer. Gerade jetzt habe ich nur seitdem auch noch nicht gespielt, dass da jetzt auch richtige Horden sind. Das ist mir ein bisschen schwer geworden. Das ist so was für die Jüngeren, für die Freaks. Die haben das besser drauf. Und dann verliere ich auch gern mal die Lust dran, weil mir das zu schwer ist dann. Ne? Genauso wie DayZ. Das war anfangs toll. Aber irgendwann wird das schwerer. Ja, wir haben ja das Navi, das sieht man ja. Das ist nur manchmal schwierig, wenn so ein richtiger Knoten ist. Ja. Dass man sich mal vertut, ne? Ja. Wie man das
öfteren in meinen Videos sieht. Kacke! Falsch gefahren! Und wenn da keiner ist und keiner guckt, dann kann das auch mal passieren, dass wir mal so 50 Meter zurückfahren auf der Autobahn. Macht man ja so. Ja, na klar. Ne? Auch mal mit umdrehen. Habe ich keine Schmerzen mit im Simulator. Ich sag das aber immer dabei, weil nicht, dass einer meint, ach ja, dann kann man das ja mal so machen. Nein, kann man nicht, kann man nicht. Kann man schon, sollte man aber nicht. Du wartest jetzt, da wollte mir doch einer hier sich reinquetschen, ne? Nix da. Das gibt's doch nicht. Nee, wird weggedrängt. Weggebissen. Hier wird nicht reingequetscht. Wir haben so Wagen. Ja, ich habe mehr PS, außerdem bin ich schwerer. Ich bin klein und frech. Was kann ich sagen? Warte mal, irgendwo waren wir mal in so einer Gruppe und dann sollte jeder sich vorstellen, der wäre im Zoo, ne? Im Gitter als Zootier. Und was würde auf dem Schild am Gitter draußen für die Besucher stehen? Und da haben dann die Leute, waren ganz überrascht. Das war irgendwie so ein Kurs, der fing damit an, so als Einleitung. Und manche haben gesagt, so ja, nicht füttern oder nur mit Kuchen füttern und so. Ich habe gesagt, ich habe auf meinen Zettel geschrieben, nicht in den Käfig greifen, beißt sehr stark. Ja. Das war ein Lacher. So, wir haben wieder 65 drin hier. Ui, ich drück die 65 rein und ditch in die Piloten hier. Ey, heute habe ich jetzt, ne, hier überall wo es schön abgeräumt, ja. Nee, ich habe die nur ganz kurz angeditcht, aber heute überall wo es Schramm und Beulen zu holen gibt, bin ich vorne dabei. Aufliegerschaden beim Rausfahren aus der Rennstrecke. Mann. Dann bin ich schon gegen diese Schranke gekachelt, aber da konnte ich nichts für. Ich wollte gerade drüber fahren. Bombs. Ja, weil die in dem Moment zugegangen ist dann. Ja, mit den LKW-Einstellungen und bei dem Wetter mit 60, das geht gerade so. Ja, ich guck mal hier, die Kurve. Ja, geht. War ja empfohlene 45, habe ich gesehen gerade, ne? Wieder auf 65. Guck mal, sind nur noch 960 Meilenskis. Sind schon fast da. Sind hier schon wieder 60? Meine Güte. Können die sich mal einig werden hier? Ja, ätzend, ne? Aber ich kann ja immer mein Navi 5 km oder 5 Meilen rauf und runter schalten mit einer Taste. Ja. Dann 50. Geht's. Oh, jetzt werden sie ja auf 35 angezeigt. Ach, wegen der Kreuzung hier. Ja, komm, da heiz mal drüber. Ja, toll. Unfall. Geht ja nicht. Nee. KI. Ampel. Die KI schleicht hier durch die Nacht. Ja, aber immerhin haben wir schon 1.11 Uhr. So lange ist es gar nicht mehr dunkel. Aber ich finde es ja nicht mehr so schlimm, dass man hier so langsam durchfährt, weil dann kann man sich mehr die Gegend angucken. Ja, wenn es hell ist. Aber gut, hier leuchtet ja alles sehr amerikanisch. Boah, ich musste jetzt wieder bremsen, deswegen, die Blöde, ey. Sonst kommt der Preuße da an und ist der Trailer halt 2 Meter kürzer. Kannst du leichter einparken. Sieht nur ein bisschen knautschig aus hinten. Na, wie sieht dein Trailer aus? Irgendwie angefressen. Ja, mal, du auch. Wir haben noch 8 Fahrzeuge bestellt. Ja, da sind auch 8 drauf, aber Jahren. Die letzten beiden sind, körperlich kollidiert. Ja, also es sind doch auch 8. 2, 6 normale und 2 kurze. Wie jetzt? Was soll das denn sein? Ja, haben Sie schon mal Frösche gesehen? Wenn die zusammen... Ich meine, das sieht doch auch so aus. Oh, guck mal,
hier wird Nebraska angekündigt. An ja, hab ich gerade auch schon gesehen, ja. Das ist schon der zweite Nebraska-Schild. Andere sieht anders aus. Ach, guck mal, das wechselt sogar. Also die werden immer besser, ne? Ja, ich bin jetzt über Rot gefahren, weil ich einfach stur hinterher gefahren bin, das Nebraska-Schild angeguckt habe. Ich sag ja, heute hole ich mir jede Beule, die man kriegen kann. Ist egal, ich hab's ja, weißt du? Ich bin ja reich. Ja, das fällt doch gar nicht mehr da auf. Da schon wieder, jetzt bremse ich aber! Ich will nicht nochmal bezahlen. Das bremst ist kacke, wenn man hinten fährt. Ja. Ja, Brems ja. kommt zum Stehen, aber ein die Stoßstange Meter hängt über der Haltelinie. Ding, ding. Ja, ja, nee, ist nicht so. Ist nicht so. Aber der Regen ist weg. Ja, der hat gerade aufgehört. Schön, können wir die Wische ausmachen. Ach ja. Dann bummeln wir mal hier so ein bisschen lang. Naja, ich bin schon wieder auf dem Weg. Ah, okay. Ja, nächste Kreuzung ist eh wieder 40. Das ist genauso mit den Hunden, die auf der Straße bumsen, weißt du? Mitten auf der Straße, mitten in der Stadt, 200, voll dabei. Und dann kommt eine Mutter mit ihrem Kind vorbei und das Kind sieht das und zeigt da drauf und sagt, Mama, was machen die Hunde da? Und die Mutter kriegt erstmal eine knallrote Birne. Und was sagt sie in ihrer Not? Ja, der vordere Hund, der ist blind und der andere schiebt ihn über die Straße. Mhm. Ach, hier war ein Stoppschild. Ach, naja. Da war ein Stoppschild? Ja, weil da kam halt keiner von rechts und links. Da habe ich gesagt, na, fährst halt drüber, ne? Ja, mache ich auch. Das ist wieder so eine Kreuzung. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Aber muss trotzdem anhalten. Ja, ich hab gedanklich angehalten. So, ich beschleunige wieder auf 65. Jetzt haben wir 2.10 Uhr. Aber wir sind weit im Süden, das wird so schnell nicht hell. Das finde ich ja so toll im Eurotruck, wenn man so weit im Norden ist, dass das nicht dunkel wird, ne? Das ist immer schön. Aber wir müssen das mal abpassen, wenn wir im Norden von der USA fahren, dass wir da die Nordlichter sehen. Mhm. Denn wie gesagt, das Bild, was ich dir da mal geschickt habe, wo ich hier den Schwertransport gemacht habe, das ist ja wirklich so in dem realen Spiel. Naja. Na, also reales Spiel, was jetzt, real oder Spiel? Naja, ich mein, da war jetzt kein Mod drin. Okay, Naja, klar, das machen die schon nach. Ich hatte ja auf Island auch mal, weiß nicht, ob du die Folge schon sehen konntest, da war ich ja auch auf Island gefahren, da habe ich gesagt, guck mal, das sieht aus, das war nur so hauchzart. Und dass man so diese Streifen gesehen hat, ne? Das war aber fast kaum zu erkennen. Das habe ich mir auch gedacht, wo ich bin ja selber die Tour auch gefahren. Mhm. Und dann habe ich mir das aber mal genauer nochmal im Video angeguckt. Mhm. Und das sieht nur so aus, als wenn es die Nordlichter sind, aber ist es nicht. Mhm. Das ist halt. Das kann aber schon, da nicht schon mal sein. Wenn gerade. Ja. Weil es da nicht dunkel wird. Weißt du? Ja, gut. Das ist, wenn, im Winter wird es ja dunkel. Ne? Aber wir haben ja immer Sommer hier in dem Simulator. Ja. Aber je nachdem, wie stark gerade so die Sonnenaktivitäten sind und wie das Wetter auch gerade ist und Jahreszeit, kann das schon mal kommen. Es gibt sogar, oder gab auch letztens Situationen, da konntest du hier in Kiel durchaus auch das Nordlicht sehen. Ne? Manchmal kannst du das mit bloßem Auge kaum sehen, aber wenn du dann eine Kamera hast, ich kenne ja hier die Laura, die macht sowas, eine länger belichtest und dich auskennst, kannst du das echt sichtbar machen. Also sogar von hier aus schon. Gibt es so aber Situationen. Jetzt ist ja wieder die Zeit der Perseiden. Ja, ja. Was? Perversi? Nicht der Perversion, sondern der Perseiden. Das fliegt mir immer so raus, ich weiß auch nicht. Ja.
Per was? Der Persin und also hier Sternschnuppenzeit wieder. Mhm. Ja. Und es soll wohl demnächst eine, wie sagt man, so eine Supernova soll man erkennen können. Hm. Woher weiß man das? Indem man sich bestimmte Videokanäle anguckt. Oh. Ja, nee, das habe ich auch schon gesehen, ne? Aber woher weiß man, dass eine Supernova demnächst sichtbar ist? Weil wenn man die mit Teleskopen sehen würde, dann ist sie ja schon da. Man kann ja nicht sagen, ich gucke jetzt in die Zukunft, im Teleskop sehen wir die schon, aber bis das Licht für die anderen sichtbar ist, dauert noch. Das ist ja nicht so. Durch die nicht an der Helligkeitsverschiebung. Meinst du, wenn die Helligkeit so ist? Ja, ich denke mir aber, wenn ein Stern, bevor der in der Supernova explodiert, dass der ja wahrscheinlich auch pulsiert oder die Helligkeit verändert, aber das sind doch ganz andere Zeiträume. Das kann man doch nicht in Monaten oder wenigen Jahren. Das sind ja meistens, das sind ja quasi 1000 Jahre nix. Weißt du? Ja. Ja, ja. Dadurch, dass ja heutzutage unsere Welt so vernetzt ist und ja fast alle Daten öffentlich sind. Jetzt war davon Leck, muss ich bremsen. Kann man sich das ja bei bestimmten Instituten, die sowas beobachten, kann man sich die Daten angucken und die geben ja auch Informationen, was passiert in dem Sternbild in nächster Zeit. Ja, ja. Das habe ich schon verstanden. Was mich nur wundert ist, in einem Sternbild in nächster Zeit, heißt also quasi, steht unmittelbar kurz davor der Supernova. Ja, wir können also sehen jetzt, dass sie kurz bevor da steht, das heißt also schon quasi morgen, also das dauert keine 10.000 Jahre mehr, dann explodiert die. Also sie ist ganz kurz davor. Verstehst du, diese Dimensionen, die Zeitdimensionen sind komplett anders. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die sagen können, ja, der steht kurz vor der nächsten Supernova, ist damit zu rechnen in den nächsten Wochen oder Monaten. Kann ich mir nicht vorstellen. Die können höchstens sagen, das kann morgen passieren oder in 10.000 Jahren. Astronomisch ist es dasselbe. Na, bei dem Stern, ist es so, da passiert das alle 80 Jahre. Ein Stern, der alle 80 Jahre als Supernova explodiert? Ja. Wenn der explodiert ist, ist der weg. Nee, das ist ein Doppelsternsystem. Da hast du einen ganz normalen roten Stern. Ja, also ein roter Zwerg. Ein Stern, der schon fast abgestorben ist. Ein roter Zwerg. Ja. Mhm. Und daneben hast du einen. Ein roter Riese ist das, glaube ich, so, ja. Okay. Und daneben hast du einen weißen Zwerg. Und dieser weiße Zwerg zieht dem roten Stern immer mehr Materie ab. Ist der weiße Zwerg vielleicht ein Neutronenstern? Nee. Okay. Neutronenstern, der würde ganz anders funktionieren. Ja, ne, der hat richtig. Der erinnert hat richtig mich an Energie und der flimmert und. Ne. Ein weißer Stern ist eigentlich eine tote Sonne. Die jetzt nur noch leicht. Ja. Und der zieht aber genügend Materie von dem roten Stern ab. Ja. Kann diese aber nicht halten. Und mit einer gewissen Zeit fängt er dann an. Ach, und dann platzt er da. Ach so. Ja. Und das, was überbleibt, zieht wieder neues Material ab. Und das geht dann wieder in die rote Sonne. Und dann geht's wieder in den weißen Zwerg. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Da habe ich noch nichts von gehört. Das passiert regelmäßig alle 80 Jahre. Boah. Was nie alle gibt. Das haben die schon rausgefunden. Mhm. Und das kann man ja beobachten. Jetzt, ist zwar wieder ein paar tausend Lichtjahre von uns entfernt, also aber die 80 Jahre seit dem letzten Mal zu sehen war, sind bald um. Hm? Ja, verstehe ich. Genau. Hm? Ja, und das müsste jetzt in den nächsten Wochen, Tagen müsste das bei uns sichtbar sein. Ja. Wochen, Tagen, kann man das so genau sagen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, die 80 Jahre sind rum. Das passiert alle 80 Jahre plus minus ein Jahr. Also dieses oder nächstes Jahr könnte sein, dass wir so eine Erscheinung sehen. Aber ist das wirklich eine richtige Supernova jetzt als mal begrifflich? Ne? Das ist jetzt die Frage. Das wird als Supernova bezeichnet, doch. Okay. Ja, aber sichtbar ist das nicht so arg. Der flammt nur ein bisschen mehr auf.
wird ein bisschen heller. Mhm. Na, der also, Stern. Also aber da, wo der, Stern ist, ja, da wo der Stern ist, wird es halt ein bisschen heller. Mhm. Den sieht man sonst kaum. Aber wenn der denn explodiert, dann ist er sichtbar. Das ist im Sternbild Krone. Okay, du kennst dich aus, ha? Huh? Nein, ich habe mir halt das Video angeguckt von dem. Okay. Mhm. Gibt ja den Astro-Tim. Ja. Ach, den das guckst du, ja. Okay. Ja. Ich kenne ja auch, ja. Guckst du mal, dass wir irgendwo anhalten, entweder auf dem Seitenstreifen oder auf dem Parkplatz oder an der Tanke, da kommt aber nichts, da werden wir auf dem Seitenstreifen halten, oder? Ist schon wieder rum, oder? Die Zeit ist rum, 40 Minuten sind voll. Ach. Ja, ja. Erzähl nicht. Doch, doch. Quatsch. Ich erzähle nie in den Videos. Naja, nee, hier ist blöd. Ja, ich sehe, du bist gerade an so einem Kreuz, ne? Ja. Da halten wir nur den ganzen Verkehr auf. Da fahren wir lieber hier noch... Den Bogen, oder? Fahren wir hier noch den Bogen und bleiben im Bogen stehen. Ja. Nein, Quatsch. Ja, die... Boah. Die von mir. Was? Ne, alles gut. Ich musste nur wieder Fratze schneiden, weil ich so stark auf der Bremse latschen musste. Aber ich habe mehrmals gebremst, ja, also langsam. Ja, das kann, weiß nicht, woran das liegt. Ich sehe dann plötzlich auch bremst und dann muss ich aber auch reintreten. Ja, das passiert mir mal auch mal. Ja. Das ist ein bisschen, heftiger als in der Realität, ne? Woran das liegt, weiß ich nicht, ob da ein bisschen der Server so ein bisschen Probleme macht, dass ich das später sehe oder... Keine Ahnung. Vielleicht auch, weil der so langsam bremst hier. Ich weiß es nicht. Ist egal. Ich pass auf, ich halte noch, wenn ich kann, ein bisschen Abstand. Ich stehe jetzt so? Ja, und wir stellen uns dann aber erstmal dahinter, würde ich sagen. Ja, doch. Hier geht es so einigermaßen. Da sind sie ja. Ja. Da sind wir schon. Ja, was haben wir jetzt? 795 Meilen. Knapp 800 Meilen haben wir noch vor uns. Ja. 4.54 Uhr ist es, also gleich 5 Uhr. Na, Julia hat eine schwache Blase, die hat gesagt, sie muss mal hier raus. Deswegen halten wir mal an. Na. Ja, und dann war es das für heute, liebe Trucker-Freunde. Dann verabschiede ich mich mit den Mitfahrern, dem Preuße und der Julia. Ja, tschüssi. Hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao. Und könnt ihr vielleicht noch mal ein Like da lassen oder ein Kommentarchen schreiben und wer total ausrastet, wird auch noch Kanalmitglied. Und tschüssi. Bye, bye. Kowski. Ciao.